Hallo. Heute lernen wir, wie man die Kette einer Kettensäge richtig spannt. Zuerst schrauben Sie die Schrauben ab und setzen das Schwert in das Fach des Kettenkastendeckels ein. Überprüfen Sie die Ausrichtung der Kettenglieder und stellen Sie sicher, dass sie in die richtige Richtung zeigen. Montieren Sie den Deckel des Kettenfachs wieder und ziehen Sie ihn fest. Ziehen Sie an der Kette, um Ihre Spannung anzupassen. Aber übertreiben Sie es nicht. Die Spannung sollte richtig sein, aber nicht zu stark. Indem Sie diesen einfachen Schritten folgen, werden Sie in der Lage sein, die Kette Ihrer Kettensäge richtig zu spannen.